Hans Winkchen hat einen Kleingarten in Leverkusen-Börich. Die Explosion im Chemiepark nur einen Kilometer von hier entfernt. Auf den Kohlrabi freut er sich jetzt. Der Leverkusener vertraut auf die Analyseergebnisse. Ich habe lange genug da gearbeitet und ich weiß auch, es wäre nicht besonders gut fürs Image der Firma, wenn sich nachher herausstellen würde, es ist gefuscht worden. Nach der Explosion am 27. Juli war eine große dunkle Wolke über einige Stadtteile in Leverkusen gezogen. Anwohner hatten Rußpartikel in Gärten und auf Autos gefunden. Relevante Mengen Dioxin oder PCB hatte das Landesumweltamt darin jedoch nicht festgestellt. Und auch die weiteren Proben aus Pflanzen und Böden seien unauffällig, heißt es heute. Wir bleiben aber dabei ganz vorsorglich. Obst und Gemüse sollte gründlich gewaschen bzw. geschält werden. Wir empfehlen, falls draußen Flächen oder Gegenstände gereinigt werden müssen, weil sie noch Rußauflagerungen vorweisen, dass man dies gründlich wäscht mit Wasser und Seife und dass dann auch keine Gefährdung mehr besteht. Die Ursache für den Brand in der Sondermüllverbrennungsanlage der Firma Currenta ist nach wie vor unklar. Die Aufräumarbeiten an der Unglücksstelle gehen weiter. An den eigentlichen Explosionsort kommen die Einsatzkräfte wegen der vielen Trümmerteile nach wie vor nicht heran. Bei dem Brand sind 6 Menschen getötet worden, ein Mitarbeiter wird noch immer vermisst.